Komm aber Leute, was geht ab? Ich bin's Kadoake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Detektiv-Conan-Video. Leider nicht zum angekündigten Podcast, nee, da kam mir was Privates dazwischen, wird aber definitiv zu 100% morgen, also am Montag erscheinen. Ich bin nicht alleine, denn ich habe noch einen wunderbaren Gast hier. Was geht Leute, Shuichi Akai auch mit am Start. Shuichi ist auch am Stissel und so dachten wir uns, verlieren wir noch das ein oder andere Wort über den Detektiv Conan Discord. Wir sind mittlerweile über 250 Leute und ich möchte euch das Ganze mal so ein bisschen näher bringen, diese Thematik. Warum vielleicht der Discord auch für dich da draußen, der gerade zuschaut, der richtige Ort sein kann. Discord ist einfach so eine Art Teamspeak, Skype und Forum gemischt, also ein interaktives Forum. Du kannst hier nicht nur mit Leuten schreiben, sondern auch durch Funktionen wie Videoanrufe oder halt einfach normal den Voice-Chat auch mit Leuten sprechen. Ja, in erster Linie natürlich über Detektiv Conan, aber es ist natürlich ganz normal, dass man über andere Sachen redet, über Probleme und so weiter und so fort. Man kann also wirklich meinen, dass dieser Discord eigentlich nur für Detektiv Conan geschaffen wurde, sich aber so extrem gewandelt hat. Das ist so ein geiles Gefühl, hier drauf zu sein. Also ich kann wirklich sagen, von den 250 Leuten, ich würde es nicht zu hoch von den Leuten hier sprechen, aber es ist halt wirklich so, die sind alle wahnsinnig nett, einfühlsam. Sobald du irgendeine Frage hast, so bei welcher Folge ist das passiert, bei welchem Kapitel das und so weiter und so fort, schreibst du die Frage rein und irgendwer wird dir zu 100% antworten. Ihr kommt so auf dem Discord drauf und dann kommt ihr direkt in den einen Channel, nämlich Lounge. Das ist praktisch der Channel, wo ihr halt direkt kommt. Das ist so der Hauptchannel, sage ich jetzt mal. Da wird normal Smalltalk betrieben und ja. Eure Pflicht, sage ich jetzt mal, so möchte ich es eigentlich gar nicht definieren, ist euch vielleicht einfach mal so ein bisschen zu belesen, was ihr auf dem Detektiv Conan Server erwarten könnt. Ein paar Grundregeln, im Endeffekt nichts Weltbewegendes, sind halt einfach ein paar soziale Kompetenzen. Zum Beispiel behandelt andere so, wie ihr gerne selber behandelt werden möchte. Ein Kanalguide, was die einzelnen Channels hier zu bedeuten haben. Dann haben wir noch die ganzen Flares, wer ist hier Server-Eigentümer, wer ist Moderator und so weiter und so fort. Und ja. Das wäre es im Endeffekt. Also, wenn ihr zum Beispiel Detektiv Conan guckt, egal wo ihr seid, ob ihr jetzt am Anfang seid, am Ende, auf dem neuesten Stand, ja, im Manga und in der Anime, und ihr aber vielleicht in eurer privaten Umgebung keine Leute habt, mit denen ihr euch unterhalten könnt über das Thema, das möchte man, ja. Man hat ja immer so ein Mitteilungsbedürfnis, dann seid ihr hier richtig, denn hier sind, wie gesagt, über 250 Leute, die das gleiche Hobby teilen. Und man kann sagen, dieser Discord ist mir schon wirklich ans Herz gewachsen. Das ist halt schon fast so eine Art Bewegung. Ja, hier kann man aber nicht nur schreiben oder reden, es gibt hier sogar auch festgelegte Events. Eins möchte ich mal kurz anschneiden, danach wird euch der liebe Shuichi Akai auch noch weiter erklären. Unter anderem gibt es jeden Sonntag eine Art Lesung, ja, das heißt, es wird immer ein Kapitel gewählt. Das Ganze findet ihr zum Beispiel unter dem Channel Ankündigung. Dort könnt ihr auch abstimmen, ja, das ist ein sehr, sehr demokratischer Server. Hier wird alles abgestimmt und was halt die Mehrheit entscheidet, wird dann auch vorgelesen. Jeden Sonntag, dann gibt es ja meistens verschiedene Rollen und wenn ihr Bock habt mitzulesen, dann könnt ihr euch da mehr oder weniger eintragen und dann lest ihr dann zusammen mit anderen ein Kapitel bzw. mehrere Kapitel. Das Ganze dauert dann meistens so, ich sag mal so ein bis anderthalb Stunde. Das war's von meiner Seite, ich übergebe mal das Wort. Genau, und dann gehen wir jetzt von meiner Seite aus noch ein bisschen auf die Events in der Woche ein. Da wäre zum Beispiel der Podcast, den wir auch noch in der Woche starten. Haben unter anderem auch Filme, die wir gucken. Das müsste dienstags und donnerstag sein. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch den Fanfiction-Freitag. Also wenn ihr sehr gute Schreiber seid, wenn ihr kreativ veranlagt seid, könnt ihr auf jeden Fall mal ein paar Fanfiction schreiben, die wir dann auch noch vorlesen. Genau. Also ihr habt immer was zu tun. Natürlich, wenn jetzt was Besonderes vor der Türe steht, zum Beispiel Halloween, haben wir auch eine wunderbare Abstimmung gemacht. Dort konnten die Leute wählen, welches Symbol sie haben wollen. Jetzt gehen wir weiter runter. Hier ist es. Diese zwei haben wir zur Auswahl gehabt und ihr habt gesehen, die Mehrheit wollte das. War zwar ein knappes Rennen, aber das ist halt dieses Besondere. Das heißt, egal ob nichts los ist, es ist trotzdem immer was los, ja? Das ist wirklich eine extrem geile Sache. Hier kann man sich wirklich individuell entfalten. Wenn ihr zum Beispiel auch ja, wie Andi schon gesagt hat, künstlerisch begabt seid, euch irgendein Bild zeichnen wollt, könnt ihr das auch gerne mit anderen einfach im Kunst-Channel teilen und dort einfach auf Resonanzen warten. Des Weiteren haben wir auch einen YouTube-Channel, dort werden all meine Videos verlinkt. Eigenwerbung solltet ihr nicht unbedingt machen. Wenn ihr unbedingt Eigenwerbung machen wollt, dann bitte eine Absprache mit den Moderatoren. Ja, hier sind zum Beispiel gerade zwei on, ihr könnt euch auch an diese hier wenden. So, Conan Egg ist, denke ich mal, klar, Infos zu Detektiv Conan Chat, alles themenbezogene Manga-Anime-Spoiler, hier wird sich bitte nur über dieses aktuelle
unterhalten und in den anderen Channel wird nicht gespoilert. Kunst, wie gesagt, hier werden meistens Bilder gepostet. Lesung, das ist ein Chat, wenn man praktisch mit anderen Leuten liest, kann man sich hierüber in Textform austauschen. Challenges, das möchte ich nur mal ganz kurz anschneiden. Das ist ein besonderes Event, das startet zum Beispiel am 1. November, die 30 Tage Detective Conan Challenge. Und am jeden Tag ist halt irgendeine andere Frage, die man individuell beantworten kann. Zum Beispiel, wann hast du angefangen, Detective Conan zu schauen oder zu lesen? Sehr, sehr coole Fragen und ich denke mal, da kann man auch wunderbar darüber diskutieren. Wir haben auch eine Kaito-Kid-Ecke, auch wieder mit wunderbaren Informationen. Das heißt also, wenn ihr interessiert an Detective Conan seid, in jeglicher Form auf den neuesten Stand kommen wollt, ist dieser Discord wirklich wunderbar. Und ich betone es nochmal, die Menschen sind extrem krass. Also das ist wirklich, als ob man... Ich würde schon fast sogar sagen, das nimmt die religiöse Züge an von der Sekte. Spaß beiseite. Wir wollen ja auch keine Mitgliederbeiträge und so weiter und so fort. Ich sage es nochmal, Leute. Ich kann so viel Gutes erzählen, wie ich will. Aber letztendlich könnt nur ihr euch ein Urteil darüber machen. Und ich sage, wir sind über 52 Leute und die sind hier nicht so unrecht drauf. Ja, das gefällt den Leuten hier, weil jeder etwas von sich mitbringt. Ja, und ihr könnt auch dazu etwas beitragen, dass sich dieser Discord weiterhin positiv wunderbar entwickelt. Unter anderem könnt ihr auch, wenn ihr Bock habt, braucht ihr mir nicht immer Fragen zu stellen auf YouTube oder auf Facebook, Twitter oder per E-Mail. Ihr könnt mich auch hier direkt Fragen anschreiben. Ich habe auch kein Problem, mit euch in den Voice-Chat zu gehen, über irgendwelche Sachen zu reden. Was ich aber mal sagen möchte, dass ich jetzt erstmal die nächsten paar Tage, Wochen nicht auf dem Discord sein werden kann, ja, aus privaten Gründen. Das Ganze möchte ich jetzt nicht näher erläutern, aber danach geht es hier wieder rund ab. Das wäre es im Groben und Ganzen. Den Link verlinke ich euch. Dann gehen wir mal kurz hier rauf. Das Ganze läuft dann so ab. Ihr kopiert den Link einfach rein. So. Du wurdest zum Beitreten eingeladen. Detective Conan. Dann nimmst du ein, verklickst hier rauf, Einladung annehmen, wirst direkt weitergeleitet. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch entweder diese App runterzuladen oder im Browser zu öffnen. Ihr drückt hier abbrechen. Genau, und dann öffnet ihr das Ganze im Browser und willkommen. Das bin ich, ja, habe ich vorhin mich schon mal registriert. Das ist mein Account. Dort werdet ihr vorgestellt, ihr werdet dann immer ganz herzlich begrüßt von den ganzen Leuten. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ja, ihr müsst nichts runterladen, ihr könnt es wie gesagt alles im Browser machen, wäre toll, wenn ihr eure E-Mail verifiziert, macht irgendeine Fake-E-Mail, Hauptsache ihr habt Zugang drauf, damit ihr diese dann bestätigen könnt. Ganz einfach, ohne Verbindung, wirklich jeder kann rauf, wir haben jede Altersgruppe vertreten. Von daher war es das, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Unter anderem munkelt man auch, dass die nächsten Gewinnspiele über den Discord entstehen werden, um der gesamten näheren Community doch etwas wieder zurückzugeben. Von mir aus war's das. Andi, die gehören die letzten Worte. Macht's gut, Freunde, und ich wünsche euch viel Spaß aus dem Discord.